Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen, Jan aus Wien hier. Ich darf euch in einer weiteren Woche Geek Talk Daily begrüßen und obendrein auch noch in einem neuen Jahr. Willkommen in 2017, willkommen im Jänner. Aktuell ist es noch sehr ruhig da draußen. Die CES nähert sich aber mit großen Schritten. Diese Woche geht sie auch bereits los in Las Vegas mit der ersten Messe des Jahres, wo wir viele Neuigkeiten vor allem aus dem Elektronik- und Entertainment-Bereich erwarten. Nichtsdestotrotz habe ich für euch zum Start der Woche 9 News vorbereitet. Zum einen geht es ein bisschen um Technik und um abgelaufene Themen wie PHP 5. Zum anderen geht es um die ersten neuen Smartphones von Samsung, auch ein paar Gerüchte rundherum und ein paar neue Gerüchte rund um das Thema HTC. Ebenso ein kleines neues technisches Feature, das vor allem Star Trek Fans freuen wird. Facebook und den Umgang mit geschützter Musik, Sonos und ein paar Probleme, die es mit denen im Bereich des Wochenendes gab mit den Lautsprechern. Und noch ein paar News zum Thema iOS, der kommenden iOS-Version, die wir haben. Wir beginnen mit PHP 5. Für die Version 5.6 gibt es seit 1.1. keinen Support mehr. Auch wenn die PHP Version 7 noch nicht wirklich derartig groß im Einsatz wird, gibt es zumindest für diese Version keinen Support mehr. Immerhin 21% der Webseiten sollen davon betroffen sein. Die neueste PHP Version ist erst in 2,5% der untersuchten Webseiten in Einsatz. Nichtsdestotrotz, der Support wurde eingestellt. Sofern es noch große kritische Sicherheitslücken gibt, wird es aber weiterhin Updates geben. Diese sollen bis Ende 2019 immerhin laufen. Wir kommen zu neuen Smartphones von Samsung. Da wird es jetzt im Rahmen der CES vor allem die Vorstellung der neuen Galaxy A Smartphones geben. Da wird von 3 Modellen ausgegangen, dem A3, dem A5 und dem A7. Die sollen alle zumindest wasserdicht sein, NFC haben und einen Fingerabdrucksensor. Die Displays kommen in verschiedenen Größen von 5,7 bis 4,7 Zoll, so zumindest bisher die Schätzungen. Mittelklasse Prozessoren, RAM-mäßig auch eher Mittelklasse. Die Preise sollen sich irgendwo zwischen 300 und 420 Dollar je nach Modell bewegen. Dementsprechend die Zeichen stehen auf Mittelklasse, was die neuen A-Smartphones betrifft. Auch die ersten Gerüchte zum Samsung Galaxy S8 gibt es mittlerweile. Da gibt es noch keine großartigen, zumindest herausragenden Gerüchte. Allerdings ein Thema, das Apple-Fans schon lange beschäftigt, soll jetzt auch bald Samsung-Fans beschäftigen. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass der 3,5-Klinke-Anschluss auch in den neuen Samsung Galaxy Top-Smartphones quasi entfallen wird. Dazu macht sich Samsung natürlich einige Gedanken, wie so aussieht. Momentan gehen die Gerüchte herum, dass es wahrscheinlich In-Ear-Headsets von Samsung dazu geben wird, die auch auf Bluetooth setzen, ähnlich wie Apples AirPods. Die große Frage da ist allerdings, liegen die vielleicht dem Gerät bei, anders als bei Apple, oder aber gibt es die auch als separates Zubehör? Momentan häufen sich Gerüchte, dass die vielleicht sogar gleich beiliegen sollen. Die große andere Frage ist, ob Harman Kardon da bereits seine Finger im Spiel haben wird. Immerhin hat Samsung die letzte Jahr ja für 8 Millionen Dollar gekauft. Wir kommen zu einem anderen Smartphone-Hersteller. HTC gibt es auch immer noch, die bauen auch immer noch Smartphones. Da wird im Zuge der CES mit einigen Neuvorstellungen gerechnet, unter anderem mit der Vorstellung 3 neue Modelle, die unter den Topf und den Namen HTC Ocean fallen. Dabei soll es das HTC Ocean Smart, HTC Ocean Master und das Ocean Note geben. Alle drei Geräte werden keinen Kopfhöreranschluss mehr haben, indem wir das über Samsung geraten, und stattdessen wahrscheinlich auf einen USB-C-Port setzen. Auf der anderen Seite soll das Top-Smartphone zusätzlich noch auf einen eigenen Sound-Anpassungsmodus setzen, die bisher beste digitale Kamera enthalten und zusätzlich ein Edge-to-Edge-Display bekommen, ähnlich wie wir das von den Samsung-Geräten teilweise auch schon kennen, eben von den jeweiligen Edge-Geräten. Bei Sonos gab es leider am 30.12. ein kleines Problem. Da dürfte das Gerät die Boxen nicht mit dem Jahreswechsel ganz zurechtgekommen worden sein. Da wurden am 30. einige Leute schon mit dem Alarm vom 31. geweckt, auch irgendwie rund um den 31. und 1. soll es da wieder Probleme gegeben haben. Es empfiehlt sich, die Alarme auf den Sonos-Geräten momentan zu deaktivieren. Sonos selbst gibt an, dass sie mit dem Fehler bereits konfrontiert wurden und dass er auch vorliegt, also es nicht nur ein Gerücht ist, und sie sich so schnell wie möglich darum kümmern möchten, diesen Fehler zu beheben. Hoffentlich können alle dann in den Urlaub auch entsprechend ausschlafen, ohne dass sie Sonos-Geräte noch frühzeitig weg. Ein kleiner Ausblick in Richtung Sci-Fi, ein kleiner Ausblick Richtung Star Trek. Viele von euch kennen wahrscheinlich diesen Com-Badge. Das ist dieses kleine Star Trek-Logo, das die Crew auf der Brust trägt und sobald es drauf tippt, kann sie sprechen bzw. auch Dinge daraus hören. Dieses Gadget wurde jetzt umgesetzt tatsächlich. Für 80 US-Dollar erhält man so eine Art Bluetooth-Box mit integriertem Mikrofon. Eigentlich keine großartige Neuvorstellung, aber immerhin eben, es ist im Star Trek-Logo-Design und in diesem Com-Badge angelehnt.
verkauft sich das Ganze direkt im offiziellen Star Trek Fanshop. Alle Fans sollten unbedingt zugreifen. Es ist davon auszugehen, dass dieses Gadget nicht mehr allzu lange erhältlich sein wird. Ja, neues Jahr, neue Probleme mit urheberrechtlich geschützten Materialien. Facebook will jetzt mehr mit der Musikindustrie zusammenarbeiten, beziehungsweise mehr auf die Forderungen der Musikindustrie eingehen. Während sich der Konzern ja einerseits ein bisschen mit dem Thema Fake News konfrontiert sieht, geht auf der anderen Seite auch die Musikindustrie gegen Facebook vor. Facebook selbst möchte jetzt ähnlich wie YouTube so ein Content-ID-Verfahren entwickeln und dementsprechend Videos mit urheberrechtlich geschützter Musik entsprechend entfernen, beziehungsweise auch irgendwie Lizenzgebühren an die Musikindustrie entsprechend bezahlen. Abschließend noch eine kurze News zum neuen iOS 10.3 Beta-Update. Also noch gibt es keine Beta und auch noch kein Update. Aber immerhin sind die ersten Details geleakt, die durchaus spannend klingen und auf ein neues Feature hinrufen lassen. Das Update soll den Namen Airy tragen und soll einen neuen Kinomodus mit sich bringen, der über das Notification Center mit einem kleinen Icon in Form eines Popcorn-Symbols quasi dargestellt wird. Wofür dieser Kinomodus steht, ist noch nicht ganz klar. Da diskutieren wir momentan sehr, sehr viele Leute. Wissen tun wir leider nichts Genaues. Einerseits könnte es vielleicht um einen Modus gehen, in dem ich irgendwie Benachrichtigungen abschalten kann, damit ich im Kino niemanden störe. Auf der anderen Seite interpretieren diesen Modus viele Leute als eine Art Dark Mode, also wo ich quasi auch in dunklen Umgebungen wie in einem Kino das Handy dann betreiben kann, ohne dass ich sofort alle Leute blende, weil zu helle Farben eingesetzt werden. Kommen soll das Ganze bereits am 10. Jänner, zumindest die Beta. Dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Fällt dann leider nicht mehr in eine Woche, aber ihr werdet sicher auch im Geek2Daily dazu etwas hören. Ja, bleibt mir an dieser Stelle Danke zu sagen für den Start mit uns in das neue Jahr und euch für das neue Jahr nur das Beste zu wünschen. Ich hoffe, wir hören uns auch weiterhin in diesem Jahr. Danke, ciao. Hört mehr Geek Talk.